Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Season 3 könnte noch ziemlich verrückt werden. Call of Duty haut nämlich auf Twitter gerade ein paar interessante Teaser raus. Teaser, die ein neues Crossover-Event anteasen, das zeitlich perfekt zu diesem 80er-Jahre-Setting passt. Und was passieren könnte, ist, dass einige Action-Stars aus den 80er-Jahren zu Warzone kommen. Rambo zum Beispiel, John McClane zum Beispiel aus Stirb langsam, vielleicht sogar Rocky. Alles ziemlich verrückt und das wäre das zweite Crossover-Event für Warzone. Wir hatten ja schon so ein Horror-Crossover-Event mit dem Halloween-Event. Wir gucken uns mal diese ganzen Teaser an, die da rausgehauen worden sind von Call of Duty selber. Erstmal den Teaser zu Rambo. Das hat angefangen mit einem Tweet, der eine Spielerübersicht zeigt mit verschiedenen Stats in Warzone und das kann man aktuell abrufen beim Call of Duty Twitter-Account. Man musste irgendwie seine Activision-ID hinschicken, dann kriegt man da eben einen Tweet zurück. Das war jetzt aber ein Tweet, der nicht an irgendeine Person gerichtet wurde, sondern einfach so getweetet wurde. Und in dieser Übersicht gibt es ein paar komische Stats. Die KD ist zum Beispiel unendlich. Der Spieler hat 552 Kills gemacht, hat aber 0 Tode, hat 7 Stunden gespielt in Warzone und hat 5 Wins. Und da haben ein paar Leute recht schnell rausgefunden, dass das perfekt zu Rambo passt. Die 5 Wins, die es hier in der Übersicht gibt, sollen die 5 Filme darstellen, die es von Rambo gibt. Rambo hat ungefähr 552 Leute getötet und ist selber nicht gestorben. Und diese 7 Stunden Spielzeit passen perfekt oder fast perfekt zur Laufzeit von allen Filmen zusammen. Die Laufzeit ist nämlich ungefähr 7 Stunden. Und wenn das noch nicht genug ist, es gibt noch einen weiteren Tweet, einen Tweet von Call of Duty Mobile. Die haben irgendwie ein Bild gepostet mit einem roten Tuch, was Rambo hat, mit dem Messer von Rambo und mit so einem Munitionsgürtel. Und da steht dabei, einen Krieg überleben. Und der offizielle Call of Duty Account hat dann getweetet, aber was ist mit einer Kriegszone, also was ist mit einer Warzone? Okay, ich würde sagen, das sind schon sehr offensichtliche Teaser. Irgendwas passiert da mit Rambo, was genau wissen wir natürlich nicht. Und anscheinend auch nicht nur in Warzone, sondern auch in Call of Duty Mobile. Weil die haben ja damit geteasert. Weiter geht's dann mit einem Teaser von Call of Duty zum Actionstar John McClane. Das ist der Held aus dem Weihnachtsfilm Stirb langsam. Und da gibt es einen Tweet, wo Belüftungsschächte angeteased werden, beziehungsweise nicht Belüftungsschächte, eine Firma, die solche Belüftungsschächte repariert. Belüftungsschächte spielen natürlich eine recht große Rolle in Stirb langsam und in dem Tweet steht, Belüftungsschächte sind ein kompliziertes, gefährliches Netzwerk. Wenn ihr Reparaturen benötigt, ruft die Besten an, Nakatomi Duct Cleaning. Und Nakatomi kennt man natürlich, es gibt das Nakatomi Plaza und das ist der Ort, wo Stirb langsam spielt. Da gibt es sogar noch eine Webseite, die verlinkt wird und wenn man da drauf geht, sieht man, dass die auch wirklich funktioniert. Und auf der Webseite gibt es einen lustigen Werbetext für diese Firma und zwar steht da, sorgt Hitze dafür, dass ihre Angestellten langsam sterben. Haltet einen Arbeitsplatz mit Hilfe von Nakatomi Duct Cleaning kühl. Unser Weltklasse-Team hat Erfahrung darin, sich selbst durch die kleinsten Luftkanäle zu quetschen, bis die Ursache für jedes Problem gefunden wurde. Kontaktieren Sie uns für alle Probleme in Verdansk und fragen Sie nach einem Discount für Weihnachtsfeiern. Und auf der Webseite steht, dass es diese Duct Cleaning Firma seit 1988 gibt und das ist das Release-Jahr von Stirb langsam. Es wird noch ein bisschen verrückter und zwar gibt es einen Tweet von Call of Duty, in dem steht, ein unbekanntes Objekt ist in Verdansk angekommen, was ist unter dem Tuch? Dazu wurde ein Bild gepostet mit einer Statue, die beim Stadion steht und eben abgedeckt ist. Die steht da auch wirklich, ich habe nachgeguckt. In dem Tweet liest es sich jetzt so, als wäre die ganz neu dazu gekommen. Die steht da aber schon seit Season 3 Start, also seit wir die neue Map haben. Ich habe extra nochmal in alten Aufnahmen und so weiter geguckt. Und wenn man sich hinlegt, dann kann man auf diesen Bronzeschildern auch irgendwie Champions lesen. Und das erinnert mich persönlich an Rocky. Zeitlich passt das vielleicht nicht perfekt mit in das 80er-Jahre-Thema von diesen ganzen Teasern. Ja, ich glaube, die ersten zwei Rocky-Filme sind Ende der 70er rausgekommen, Rocky 3 dann in den 80er-Jahren. Aber keine Ahnung, was das sonst sein könnte. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ganz am Ende, nachdem diese ganzen Teaser rausgekommen sind, gab es nochmal einen Tweet, den Call of Duty geretweetet hat. Und da hat einer an Call of Duty getweetet, jetzt wo Warzone in den 80er Jahren spielt, wie wäre es, wenn die 80er Jahre Actionhelden wie Rambo, Terminator, Chuck Norris und das A-Team zum Spiel bringt. Und Activision hat das eben, beziehungsweise Call of Duty hat das retweetet und hat diesen Überleg-Smiley dazu gepostet. Was ja auch nochmal ein sehr starker Teaser ist, dass es wirklich so ein 80er-Jahre-Crossover gibt. Tom Henderson, ein Call of Duty und Battlefield-Leaker, hat dann irgendwie noch den Terminator-Soundtrack getweetet.
Das könnte natürlich ein Leak sein, ein kleiner Hinweis sein, könnte aber natürlich auch einfach in diesen Feed spielen, den Call of Duty da retweetet hat, weil da wird ja eben von Terminator gesprochen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wirklich irgendein Crossover-Event geplant ist. Ansonsten wären die Tweets einfach absolut random und würden überhaupt keinen Sinn machen. Ich glaube, man kann es nicht anders auslegen als, da kommt ein Crossover-Event. Die Frage ist halt, was wird genau gemacht? Das kann natürlich irgendwie einfach nur ein Event sein, bei dem man irgendwie Skins freischalten kann. Eben Skins von den verschiedenen Actionhelden. Vielleicht gibt es aber natürlich ein bisschen mehr. Irgendein spezielles Event mit einem speziellen Modus zum Beispiel. Das könnte auch lustig sein. Wann da was kommt, ist dann natürlich auch nicht ganz klar. Die aktuelle Season läuft noch 37 Tage. Es wird jetzt gerade was angeteased. Dementsprechend wird es vielleicht Sinn machen, wenn das noch mit Season 3 alles passiert. Auf der anderen Seite wissen wir, wie gerne Activision irgendwie Sachen anteast und die dann ewig in die Länge zieht, wie die Zombies zum Beispiel für das Season 3 Event. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass wir noch 37 Tage warten müssen und dass hier erst was mit Season 4 passiert. Ich finde persönlich so Crossover-Events auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, da kommt wirklich was. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich gar nicht so viel Verbindungen habe mit diesen ganzen Filmen. Es war auch beim Halloween-Event schon so, da habe ich keinen einzigen Film geschaut, der da irgendwie mit am Start war. Und jetzt hier ist es so, dass ich nur Stirb langsam geguckt habe. Kein Rambo, nicht mal Terminator. Und ich glaube, da geht es vielen von euch wahrscheinlich auch so. Nicht allen, auf keinen Fall, aber gerade die jüngere Generation, die in Warzone unterwegs ist, hat da wahrscheinlich auch nicht alles geguckt. Und ich hoffe, dass Activision vielleicht mit der Zeit auch noch Crossover-Events bringt, die moderner sind in Anführungszeichen und die irgendwie mit neueren Filmen zu tun haben oder mit neueren Actionstars. Ich glaube, das wäre für viele eine coole Sache, würde mich auf jeden Fall freuen. Und da macht es wahrscheinlich einfach die Mischung. Also wäre cool, wenn natürlich weiter so Klassiker mit am Start sind, aber vielleicht auch ein bisschen was Moderneres. So sehe ich das auf jeden Fall. Schreibt mir gerne da eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht ist es auch so, dass jeder von euch die Filme geguckt hat und ich da absolut falsch liege. Uns erwartet dann mit Season 3 auch noch Content, der auf jeden Fall bestätigt ist. Neben dem Crossover-Event, was ja nur angeteased wurde. Und es ist so, dass wir für den Multiplayer von Black Ops Cold War auf jeden Fall noch Standoff bekommen. Für Fireteam muss die Map Duga noch kommen. Das ist eine Map, die gerade bei Zombies am Start ist, aber eben noch nicht für den normalen Fireteam-Modus. Und für Fireteam wurde ja auch so ein Battle Royale-artiger Modus angekündigt, Multiteam Elimination. Und der muss auch noch kommen. Da bin ich ja echt extrem gespannt drauf. Das ist ein Modus, wo man in Viererteams spielt, wo irgendwie die Zone kleiner wird und alles hört sich an wie ein Battle Royale, ein kleines Battle Royale. Nur, dass man am Ende auch fliehen kann mit einem Helikopter, den man erreichen kann. Außerdem kommen noch zwei Waffen, und zwar die AMP-63-Pistole und der Baseballschläger als Nahkampfwaffe. Ein Operator fehlt noch und dann gibt es noch ein paar Limit-Time-Modes und so weiter, die allgemein angekündigt worden sind. Das heißt, Playlisten werden sich natürlich in der nächsten Zeit weiter verändern, so wie das halt immer gemacht wird. Ich hoffe, dass Verdansk Wiederbelebung wieder zurückkommt. Das ist auf jeden Fall ein Modus, den ich selber sehr gerne gespielt habe. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen Informationen sagt. Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und für weitere COD-Videos, lasst auch ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.